gezeigt. Der Blick. Links. Genau. Der Blick. Check. Ja. Seiten runter check. Seiten runter check. Jawohl. Joseph, alles sanft bewegen. Einstellen, damit du besser sehen kannst. Geschwindigkeit, Höhe, alles dir bekannt. Schub geben bei 280. Okay. Alles schön. Bring it.
bin ich zum Fliegen und kann so ein bisschen in der Luft bleiben und gleichzeitig kann ich erzählen, okay? Ja. So, ich glaube, die Räder sind kaputt. Komm, wir versuchen trotzdem zu starten. Gib's einfach Vollschub. Vollschub. Lass mich mir ein bisschen helfen. Lass mal Hand weg. So, zieh langsam nach oben. Langsam nach oben. Jawohl. Sehr schön. Bist du in der Luft? Lass ihn da drauflegen. Drauflegen, Hand, genau. Machen wir dir Fahrwerk einziehen. Oh, ich habe Fahrwerk kaputt gemacht. Mach ja nichts. Tja, leider ohne Fahrwerk. Oh, ah. Geschwindigkeit. So, also wir sind School of Life, Schule AG aus Neustadt an der Mainstraße. Ich bin leidenschaftlicher Flugsimulator-Fan, schon seit vielen, vielen Jahren. Von Anfang der erste Software, was da rausgekommen ist. Und es gibt eine tolle Community, leider meistens nur die erwachsenen Menschen. Ja, weil das ist, die Materie ist so realistisch, dass es fast zu trocken ist für Jugendliche. Ja. Und meine Idee war, als Lehrer an berufsbildender Schule, haben wir diese AG gegründet, auch den Jugendlichen diese Flugsimulatoren zu zeigen. Als Elektroniker fliege ich nicht nur, sondern ich baue gerne die Maschinen. Also das sind schon mehrere Maschinen, die ich gebaut habe. Und bei uns in der Schule steht, ich werde gefilmt. Viertelstunde. Entschuldigung, kann ich weitermachen? Ja, klar. Ja. Stehen geblieben, dass ich Elektroniker bin vom Beruf, also Fachlehrer für Elektrotechnik, und ich baue gerne diese Geräte. Also es mir reicht nicht einfach nur mit Joystick am Tisch zu sitzen, ich hätte gern das so wie einem Flugzeug aussieht, wenn man ein richtig großes visuelles System hat, Monitor oder Beamer, dann der Simulator sich auch ein bisschen bewegt, weil man fühlt auch sehr viel als Pilot mit dem Körper, weil man realistische Instrumente dabei sind, diese Joystick am besten aus Metall, die richtig anfühlt. Also dieses Streben zum Realismus ist ja bei uns in der Community auch sehr stark geprägt. Deshalb, wenn wir fliegen, auch sehr oft zusammen im Multiplayer, reden wir diese Pilotenslang. Oder zum Beispiel, wir arbeiten mit Maschinen, so wie die richtigen Piloten. Wir nehmen uns Zeit, 20 Minuten, um die Maschine zu starten. Alles richtig nach Checkliste, nach Handbuch. Die Jungs waren am Anfang nicht so ganz begeistert, ja, weil, wie gesagt, die Materie etwas trocken. Aber mit der Zeit haben wir eine große AG mit über 30 Personen. Die machen nicht nur Flugsimulatoren, sondern zum Beispiel sehr viel mit Jugendforschprojekten. Alles Mögliche dabei. Interessante Ideen, so wie ein Rollstuhl, der sich mit Gedanken bewegt, oder ein Geruchssimulator. Auch war von mir eine Idee früher, dass man im Cockpit auch das riechen kann, was die richtigen Piloten riechen. Auch diese Dimension, olfaktorische Faktor dabei ist. Das, unsere AG ist erfolgreich bei verschiedenen Wettbewerben, zum Beispiel Ideenflugwettbewerben. Von Airbus haben wir schon zweimal Preisträger gewesen, sind regelmäßig auch Preisträger bei Regionalwettbewerben. Und ich freue mich immer auf die jungen Menschen, die für Technik und Naturwissenschaft interessieren. Du hast jetzt eben angedeutet schon, dass es für viele Schüler ist das nicht genügend Action. Aber offensichtlich findest du ja genügend Schüler, die mitmachen. Oder ist das ein Problem? Jein. Also ich merke schon die Tendenz, früher war Pilot ein Beruf, jeder wollte Pilot werden. Heute, wenn jemand zu mir in der AG kommt, erste, was ich sage, ich will programmieren. Also die alle wollen irgendwas mit Software machen, mit Handys, und diese Pilotensache ist momentan nicht so im Trend ist. Aber trotzdem, du es selber siehst, Fliegen macht einfach Spaß, einfach so über die Wolken zu schweben, eine bestimmte Strecke zu belegen. Und es gibt schon junge Menschen, leider nicht so viel, die leidenschaftlich zum Beispiel Flugsimulator fliegen, wie Boeing, und die wollen Pilot werden. Wir haben auch bei uns in unserer AG eine, die jetzt auch richtig einen Flugschein macht. Hat nicht geklappt bei mir leider. Ja, das ist, ja gesagt, das ist sehr, nicht einfach, das ist sehr realistisch. Ja, war ich am Ende viel zu langsam und dann... Ja, die Geschwindigkeit war auf 150 gesenkt. Also unter 200 km/h sind wir kein Flugzeug mehr, sondern ein Stein. Und dann natürlich fällt man nach unten. Also Multitasking bei Piloten, muss auf viele Instrumenten aufpassen und viele Sachen gleichzeitig machen. Ja, also ich finde es schwer, die Geschwindigkeit einzuschätzen jetzt. Es ist noch leichte Übungen, ja. Es gibt noch ganz hardcore. Ja. Ja, und das Besondere an dem Aufbau sind jetzt hauptsächlich hier die Joysticks und der große Bildschirm, oder ist da noch mehr zu? Eigentlich ist es nur Gerät für Messen.
Wir haben zu Hause, also zu Hause, bei uns in der Schule ist ein stationärer Simulator, wo zwei Personen reinkommen können mit 8 Monitoren, Wand, mit alles mögliche Schnickschnack, wo man sich richtig wie ein Flugzeug fühlt. Und der Schwerpunkt natürlich, wie gesagt, realistische Steuerung, Nummer 1. Ein toller Joystick, dieser HOTA-System, Hand on Stick und Trottel, du siehst die zwei Hände. Wir benutzen diesen Simulator, die Pedale, die uns heute leider fehlen. Die Ruderpedale mussten auch sein. Und dann tolle Visualisierung. Damit man diesen Flug genießen kann, braucht man große Bildschirme, mehrere Bildschirme, Beamer. Aber wir experimentieren jetzt auch mit Brillen, mit dreidimensionalen Brillen. Das ist jetzt ganz im Trend. Okay, ja, dann vielen Dank. Die obligatorische Frage zum Schluss, nämlich dürfen wir das Interview auf YouTube veröffentlichen? Ja, natürlich. Sogar sehr gerne. Wir freuen uns für neue junge Piloten bei uns im Geschwader. Ja, vielen Dank. Gerne geschehen.